Und ab in die Vergangenheit. Zeitreise. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, nicht mehr als sonst. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch. Exakt. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. So, jetzt spielen wir also HP erstmal und schauen uns um. Was haben wir denn hier? Farbtöpfe. Zinnober, Finish Umbra und Kiwi Pastel. Edna bevorzugt eigentlich Fingerfarben. Vielleicht interessiert sie das trotzdem. Ja, jetzt haben wir Farbtöpfe im Inventar. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Damit lässt sich zuverlässig prüfen, ob jemand gegen Tetanus geimpft wurde. Ich frage Edna am besten, ob sie dafür Verwendung hat. Machen wir das. Leer. Edna gehört eigentlich nicht zu den Kindern, die gern mit leeren Schachteln spielen. Ich kann sie ja trotzdem mal fragen. Jo, mehr Optionen. Es gibt einen Grund, dass sie im Keller gelandet sind. Der Grund ist, sie sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Die sind eigentlich kein besonders gutes Gesprächsthema. Na, wir nehmen es trotzdem rein. Wie lange muss Öl stehen, bis es fest wird? Vielleicht weiß Edna, wie man das Öl verwenden könnte. Ich sollte sie fragen. Sehr schön. Das ist Hagebutten-Distel-Kompott. Das hat Mattes, Ednas Vater, von Oma bekommen. Wer will sowas? Mattes bewahrt es im Keller auf, weil es die Ratten fernhält. Eigentlich will ich Edna nur ungern an dieses eklige Kompott erinnern. Gut. Edna ist mit Abstand der interessanteste Mensch auf dem Globus. Vielleicht können wir Edna an Edna erinnern. Ah, tatsächlich. Wir können mit Edna über Edna reden. Edna war damals schon so lässig. Können wir mit Edna über Harvey reden? Ich glaube nein. Dann mal systematisch. Das ist interessant. Die Schrauben halten diese Verblendung dort am Platz. Das war es, woran ich mich erinnern konnte. Edna konnte die Schrauben lösen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie das angestellt hat. Sie sind das erste Puzzleteil in diesem Rätsel, da bin ich mir ganz sicher. Okay, Schlüssel noch. Ich sehe die Küche. Niemand da. Und der Schlüssel steckt auch nicht. Edna wird da auch nichts ausrichten können. Der Schlüssel fehlt. Mhm. Damit ließe sich die Tür öffnen. Wenn nicht abgesperrt wäre. Tja, schade. Ob Edna schon probiert hat, einfach die Klinke zu drücken? Können wir sie mal fragen. Klinke, Schlüssel, Loch, Schrauben. Sehr schön. Können wir Edna zeigen, was eine Hake ist? Eine langstielige, stabile Hake. Ob Edna etwas mit dieser Hake anstellen kann? Bestimmt.
Einmal hat Edna Knallfrösche in den Ofen geworfen. Der Ofen war damals allerdings aus. Dafür saß Ednas Spielkamerad Alfred im Kessel. Ob Edna etwas zu diesem Ofen einfällt? Bestimmt. Das Fenster ist zu. Vielleicht würde ich sogar da durchpassen. Aber ohne Ednas Hilfe komme ich dann nicht ran. Vielleicht kann Edna ja das Fenster für mich öffnen. Ich sollte mit ihr darüber sprechen. Auf jeden Fall. Dieser Stapel Holz ist die Heimat unzähliger Spinnentierpopulationen. Ich könnte Edna fragen, ob sie etwas mit dem Holz anzustellen weiß. Ach, dieses tiefes Thema. Edna ist mit Abstand der interessanteste Mensch auf dem... Auf jeden Fall. Können wir mal eben, bevor wir weitermachen, hey Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Vielleicht kannst du ja die Harke benutzen. Kommst du nicht mit der Harke ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Aha. Na dann, Edna. Eine Harke. Zeig mal dem Fenster, was eine Harke ist. Yay. Können wir jetzt hinaus? Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Juhu. Draußen. Können auch mehr Sachen untersuchen. Ah, ja, hier. Hintertür. Die führt zurück ins Haus. Vielleicht weiß Edna, wie ich da durchkomme. Die fängt den Regen auf. Die bietet sich eigentlich nicht unbedingt als Gesprächsthema an. Na egal. Wir nehmen es trotzdem mit. Gut. Die Sonne. Es ist ein herrlicher Tag. Wenn man gar nichts anderes weiß, redet man über das Wetter. Exakt. Die Nachbarn. Können wir die Nachbarn reden? Und dann halt nicht. Nachbarn. Das ist das Haus von den Nachbarn. Oh je, ich kann mich noch immer nicht an alles erinnern. Vielleicht können wir die Nachbarn zu Hilfe rufen. Ich sollte Edna fragen, was sie davon hält. Das kommt mir relativ neu vor. Vielleicht, weil ich es in den anderen Sachen nicht ausprobiert habe. In der alten Version. Oh, das ist ja wer. Der Linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts... Hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Oh, ein Eis hätte ich auch ganz gerne. Warum ist er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eis? Das ist nicht schlecht. Ich verstehe das nicht. Eine Zeitung. Hier steht, dass man seit neuestem auch Isel auf Orgen reimen darf. Yippie! Das war schon längst überfällig. HLI entwickelt neue Reime.
Im Nano-Silbenlabor des Hermann-Lösung-Lenz-Institut für angewandte Sprachwissenschaften gelang es Forschern aus dem Fachbereich Chaosphonetik, drei neue Reimpaare im Satzteilbeschleuniger zu isolieren. Künftig wird sich also auch die Endsilbe Enk auf Itel reiben, Ussel auf Igel und Isel auf Oggen. Mit diesen neuen Erkenntnissen erhält die Dichtkunst drei wichtige neue Kombinationen. Und komplexe Sachverhalte wie der Schaffner war ein Schussel, vergaß er doch das Segel. Oder es dachte sich das Wiese, aber morgen gehe ich joggen. In Reimform auszudrücken. Ja. Man darf jetzt Isel auf Oggen reimen. Ich kann's kaum erwarten, dass Edna diese gute Neuigkeit erfährt. Hurra. Man darf jetzt Isel ja, auf Oggen schon. Reimen. Ich kann's kaum Lies erwarten, mit Rüstung dass Edna diese immer durch. Gute Neuigkeit Obwohl wir das neulich erst gemacht haben. Zum Twitch-Jubiläum. Kastaniendieb wieder entkommen. Am gestrigen Donnerstag ist der berüchtigte Kastaniendieb aus der Haft entflohen. Die Polizei vermutet, dass es ihm gelang mit einem abgenagten Zehennagel. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Die Verschraubung des Nassbereichs der Gefängnisblockbibliothek zu lösen. Die Vermutung basiert auf dem Fund eines Zehennagels. Der im Augenblick im Polizeilabor gesucht wird. Die sitzt seit Januar im letzten und so weiter nie aufgekastani. Das können wir nicht mehr lesen. Hier steht, dass der Kastaniendieb wieder aus dem Knast entkommen ist. Jetzt müssen wir wohl wieder mehr auf die Kastanien aufpassen. Moment, das ist interessant. Hier steht, dass er sich mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels befreien konnte. Hier steht, dass der Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Vielleicht kann Edna ja was von ihm lernen. Auf jeden Fall. Mysteriös. Linkshändler mit Rechtshänderschere erstochen. Einen grausamen Fund machte ein Messtechniker der Lawinenfrühwarndienstes auf der Nordsee heilig. Woke, als er auf einem Wartungsgang die lokale Langzeitenteisungsanlage zur Präventiventgletscherung untersuchte, im Grabenbereich des Schaffschutzzaumzäunung fand er den Leichnam eines 39-jährigen Rotfried H. durch 36 Scherenschnitte, einige Falzstellen und Klebepunkte grausam entstellt. Das mysteriöse und so weiter, elektronische versierte Bauelemente, offensichtlich Linkshänder, Rechtshänderschere, Polizei und so weiter. Auf der Nordsee Hallig-Hogel wurde ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet. Sehr seltsam. Auf der Nordsee Hallig. Linkshänder mit Rechtshänderschere ermordet. Sachen gibt's. Tja. Isst mehr Obst. Nein, wir haben hier noch einen Artikel. Okay, den letzten Artikel können wir nicht nehmen, oder wie? Hier ist doch noch ein Artikel, in Artikel 4 hier. Ausschreitungen auf dem Kongress der Philosophen. Während des einjährigen Kongresses der Philosophenvereinigung kam es am Sonntag zu massiven Ausschreitungen, als von Ontologen bei einer Polynese die Ex meines Schlange hinterfragte, wurde mit teilweise schwerwiegend eines Nahrungskrankenhauses eingeliefert. Okay. Raus. Alfred. Träume ich etwa? Das ist doch Alfred, der Sohn von Dr. Marcel.
Edna hat früher oft mit ihm zusammen spielen müssen. Er war das nervigste Kind im ganzen Ort. Und hier sitzt er zusammen mit Ednas Vater bei einem Becher Eis. Da stimmt doch was nicht. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Alfred von ihrem Vater zum Eis eingeladen wurde. Ich kann es kaum erwarten. Das stimmt was nicht. Mit Mathis zum Beispiel. Das ist Mathis, Ednas Vater. Ich kann einfach nicht glauben, dass er mit diesem nervigen Alfred ein Eis isst. Und dass während Edna im Keller eingesperrt ist. Das ist wirklich der Gipfel der Ungerechtigkeit. Auf jeden Fall, Harry. Ich kann es kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Mathis mit diesem Alfred bei einem Eis zusammensitzt. Auf jeden Fall. Alfred, Mathis. Okay, dann können wir mal hier... Gehen wir mal wieder rein und reden mit Edna über das Gesehene. Okay, fangen wir mal ganz vorne an. Das hat noch schon die Farbtöpfe. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. So, hier das nächste, ein Glas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Sie hatten schon Feuerholz. Grün. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Ah, schade. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. Tja, Marmelade. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Das stimmt wohl. Du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Ich bin mir sicher, dass Gerüche so nicht funktionieren, aber okay. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Das wär's doch. Ofen haben wir ja schon. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Kommt ja noch. Das geht sofort los. Das kommt ja gleich. Nur die Ruhe. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Klinke drücken. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Das wird sein, die Klinke zu drücken beim Lüftungsschacht. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Und Schlüssellöcher und Schlüssel helfen ja auch beim Lüftungsschacht weiter. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach nee. Das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Tja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus.
Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich guck mich lieber weiter um. Tja, die Nachbarn. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten? Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Die Sonne ist schön draußen. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Weit wirklich. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Schönes Wetter draußen. Ich sitze nicht im Keller, aber ja. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Auf jeden Fall. Das werden wir wohl noch rausfinden später. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Das haben wir ja gerade erzählt. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut. Okay, wo du wirst dich hier. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich Das kann ich nicht. Mein Vater, da ist doch was. Okay, wir hätten hier was. Artikel 1. Edna war damals schon so lässig. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Oh je. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein. Schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume. Allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Ach. Knusper, knusper. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Tja. So, zu Zeitner, wir haben dann abgebissene Fußnagel. Boah. Na dann, versuchen wir es mal. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann es kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Hurra. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Halt, daraus wird wohl nichts. Nein! So ein Mist. Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ewig in der Zelle festsitzen. Knusper, knusper, Fußnagel. So, na dann. Auf geht's. Durch den Lüftungsschacht hinaus. Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Ja. Ohne Werkzeug kriege ich... Ohne Werkzeug... Wie meinst du...
Können wir noch mal hier mit Harvey. Was soll ich noch gleich mit den Benutzt denn? Und das letzte Klunk. Da gibt's nichts zu schrauben. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und... Hella! Hurra. Ab in den Lüftungsschacht.